Ja, die Messe geht zu Ende. Wir haben heute den allerletzten Tag, den letzten Sonntag. Und auch ich möchte logischerweise mal so ein kleines Fazit ziehen, was ich hier alles mitgenommen habe von der Messe für Eindrücke und was ich davon halte. Also ganz ehrlich gesagt, ich bin wirklich, wirklich positiv überrascht. Ja, denn ich denke, dass das Hygienekonzept auf jeden Fall funktioniert hat. Viele von euch waren ja skeptisch, ich persönlich natürlich auch. Aber trotz alledem denke ich, dass das echt funktioniert hat. Die Gänge sind breiter, der Platz ist wesentlich größer zwischen den Fahrzeugen. Es halten sich alle an die Maskenregel in den Hallen. Das finde ich sehr, sehr schön. Also da ist kein Gemecker. Wer hier hinkommt, akzeptiert es und es wird auch komplett von allen umgesetzt. Es wird wirklich sich daran gehalten, dass immer nur eine Familie in das Fahrzeug oder in die Fahrzeuge hineingehen. Das finde ich sehr, sehr schön. Also das heißt, ihr seht es auch hier, ne? Es wird sich angestellt und das wird auch akzeptiert und angenommen. Und es ist auf jeden Fall für mich persönlich auf jeden Fall schon mal die entspannteste Messe, die ich bisher jemals erlebt habe. Und auch wenn viele Hersteller dieses Jahr natürlich nicht gekommen sind, seht ihr trotzdem, dass es eine riesen Auswahl verschiedenster Hersteller gibt und gegeben hat. Also es gab trotz alledem immer genügend zu schauen und jede Menge Auswahl. Also für alle, die hergekommen sind, war es auf jeden Fall trotz alledem sehr sehenswert. Ja, und selbst in manchen Fahrzeugen könnte man in der Heckgarage den Mindestabstand wahren. Und auch wenn es dieses Jahr keine wirkliche Zubehörhalle gegeben hat, sind dann trotzdem, haben sie es so ein bisschen zusammengerafft, das Ganze. Ne? Wie gesagt, sonst ist es ja immer Zubehör und so Sachen in der Halle 6 und 7, also mehr die 7. Jetzt sind wir halt hier ein bisschen in der 12 und in der 13, wo man so alles zusammengepackt hat, was sich normalerweise über noch viel mehr Raum verteilt. Wir haben hier zum Beispiel unseren 1000-Liter-Man, da haben wir auch das Video drüber gemacht, könnt ihr gerne mal reinschauen. Wir haben da hinten, wir haben Aquatec, der BVCD war hier, Fritz Berger, da hinten Fiyama. Also es waren doch schon noch so einige hier am Start. Wir haben Kempwerk war hier. Und trotz alledem gab es auf jeden Fall viel, viel zu gucken. Da hinten Dr. Keddo. Es hatte sich auf jeden Fall gelohnt, doch mal über die Messe zu schlendern, denn man hat immer wieder mal irgendwas Tolles gefunden. Jetzt machen wir mal einen kleinen Sprung in die Halle 13. Hier seht ihr halt auch, ist doch so einiges los gewesen. Alco war hier mit einem kleinen Stand. Wir haben Oyster war hier. Super B, Liontron, Dynavi. Also doch schon so der ein oder andere, wo man auf jeden Fall mal drüber schauen kann. Da hinten ist die Firma Chiron. Habe ich ja auch ein schönes Video drüber gemacht. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und ja, wie gesagt, sehr, sehr schön auf jeden Fall, trotz alledem. Und ihr seht, es ist leer. Die Messe hat offen, es ist ganz normaler Betrieb. Und so war es hier in den Hallen die meiste Zeit. Den Außenbereich hat es natürlich auch dieses Jahr wieder gegeben, wie ihr ja schon gesehen habt. Und auch hier ist es natürlich, ja, es ist was los, aber es ist wesentlich weniger. Aber auch hier war schön viel Platz. Und ganz ehrlich, was wir alle immer wieder gesagt haben, was wirklich, wirklich toll war, die ganzen Tische, ne, die waren immer sauber. Das heißt, du musstest nicht Angst haben, dass wenn du dich mal da drauf lehnst, dass du auf ewig mit diesem Tisch verheiratet warst, weil er so geklebt hat. Es war immer alles sauber. Und ganz ehrlich, es ist traurig, wirklich, wirklich traurig, dass erst so eine Katastrophe passieren muss, damit man wieder daran zurückgeholt wird, dass die Leute auch mal alles ein bisschen sauberer halten. So. Damit soll es das gewesen sein mit dem Video. Mein Fazit ganz zum Schluss. Super Messe, super Konzept. Ich bin total begeistert, total geflasht. Und ganz ehrlich, ich glaube, es könnte fast immer so sein, dass das Konzept so, jetzt nicht unbedingt mit den Masken in den Hallen, da hoffen wir natürlich alle, dass wir das bald nicht mehr brauchen. Aber das Grundkonzept mit dem Platz, der Fläche, die zur Verfügung steht für alle. Das hat auf jeden Fall super funktioniert und ich finde es super toll.
für mich eine gelungene Messe, ein gelungener Caravan-Salon 2020. Und ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Es kommen noch einige Videos. Ich habe noch so viel gemacht und getan für euch an Roomtouren und anderen Videos. Die kommen jetzt so nach und nach. Aber ich würde sagen, von hier aus verabschiede ich mich jetzt erstmal von euch. Und ich genieße jetzt noch so ein bisschen den Rest des Tages, laufe ein bisschen rum, guck selber mal ein bisschen und würde sagen, danke, dass ihr so zahlreich immer die Videos euch anschaut und auch die nächsten hoffentlich. Deswegen, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, macht das bitte. Ich würde mich wirklich freuen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.